liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Gehen wir's klären. Wir machen heute auf den Kürbiskernknödel und dazu mischen wir ruckzuck die Zutaten für den Teig. In unsere Schüssel kommen Topfen, Semmelbrösel, Ei, Polenta, Maizena, Vanille, Kristallzucker, Butter, eine Prise Salz und die Schale von einer Zitrone. Wichtig ist, dass wir den Teig jetzt rosten lassen. Das ist das Geheimnis für einen richtig flaumigen Knödel. Jetzt holen wir gleich die Zutaten für unsere Fülle. Als erstes schneiden wir einen Apfel in kleine Würfel. Nächste Zutat, Marzipan. Da habe ich gleich einen Tipp für euch. Nehmt ihr Marzipan, der was Zimmertemperatur hat, dann lassen sie gute Kugeln formen. Dazu geben wir jetzt unsere klein gewürfelten Äpfel. Unsere grob gehackten Steirerkraft Kürbiskerne. Und der wichtigste, ein Rum. Das Ganze kneten wir jetzt durch und formen eine kleine Kugel. Da haben wir jetzt schöne Kugeln geformt, die frieren wir kurz ein. Weiter geht's gleich mit den Kürbiskernbröseln. In einer Pfanne zerlassen wir die Butter. Dazu geben wir jetzt den Kristallzucker und lassen das Ganze leicht karamellisieren. Jetzt die Semmelbrösel dazu und die gehackten Kürbiskerne von Steirerkraft. Das lassen wir jetzt kurz bräunen und schmecken mit Zimt und Vanille ab. Ein kleiner Tipp für euch, bleibt immer dabei, weil die Brösel, die bräunen schnell. Die Brösel stellen wir auf die Seiten und stellen einen Topf mit Salzwasser für unsere Knödel auf. Unser Wasser kocht, machen wir schnell die Knödel. Her mit dem Teig, her mit der Fülle und einen Eisportionierer brauche ich noch. Unser Eisportionierer ist echt klasse. Wir machen eine Mulde, geben die Fülle hinein und verschließen das Ganze. Die Knödel geben wir jetzt in kochendes Wasser. Die Knödel sind fertig, wenn sie an der Oberfläche schwimmen. Das dauert ca. 8 Minuten. Wir heben sie jetzt gleich heraus und wälzen sie in unsere Kürbiskernbrösel. Unsere Topfen Kürbiskernknödel sind fertig. Dazu passt hervorragende Zwetschgenröster. Da habe ich gleich einen besonderen für euch. Nehmt den von Fink Delikatessen aus Walkersdorf. Der schmeckt hervorragend. Und den geben wir jetzt gleich auf den Teller. Darauf setzen wir jetzt die Knödel. Ein bisschen Staubzucker darüber. Und noch ein Blatterl Minze dazu. Liebe Leute, das war's für heute. Lasst euch die Topfen Kürbiskernknödel gut schmecken. Und vergesst es nicht, es braucht nur etwas Steirerkraft.